Liebe Freundinnen und Freunde, der bedeutende attische Rhetor Isokrates sagte einst, Grieche sei man nicht durch Geburt, sondern durch Teilhabe an der griechischen Bildung. Und Philhellene ist derjenige, der griechische Bildung mitgestaltet und prägt, würde ich hinzufügen. Ein herausragendes Beispiel für den Philhellenismus ist der Archäologe Wilhelm Dörpfeld, der vor genau 125 Jahren die deutsche Schule Athen gründete. Seine Leidenschaft für die Antike brachte ihn 1877 nach seinem Studium an der Berliner Bauakademie im Alter von nur 24 Jahren zu den deutschen Ausgrabungen nach Olympia. Dank seiner sachlichen Klarheit, analytischen Beobachtungsgabe und systematischer Denkweise machte er sich sehr schnell einen Namen und wurde zu einem der erfolgreichsten Ausgräber seiner Zeit. Wilhelm Dörpfeld begründete das moderne Grabungswesen und war im Zeitalter der großen archäologischen Entdeckungen 25 Jahre lang, von 1887 bis 1912, Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen. Als Baumeister geschult, sah er sofort die großen architektonischen Zusammenhänge und hat in Olympia, Troja, Pergamon und als Berater der griechischen archäologischen Gesellschaft auf der Akropolis in Eleusis und Epidaurus Großes geleistet. Als Sohn eines engagierten Pädagogen brachte Dörpfeld zugleich eine große Aufgeschlossenheit für alle pädagogischen Belange mit. Als er 1895 auf der Feier zum 80. Geburtstag Bismarcks das Wort ergreift und zur Gründung einer deutschen Schule in Athen aufruft, stößt er auf jubelnde Zustimmung. Seiner Sehnsucht folgend blieb Wilhelm Dörpfeld bis an sein Lebensende hier, im Land der antiken Heldenschaften, und wurde in der griechischen Landschaft der Insel Leukas beigesetzt. Musik.